So, Factorio. Ja, ich mache das jetzt anders. Also, ich habe alles nochmal abgerissen. Jetzt lassen wir mal kurz gerade. Okay, Gott, jetzt ist meine Uhrzeit. Ich habe alles abgerissen. Ich mache die Automatisierung ein wenig anders. Dazu muss ich aber erstmal ein bisschen was von Hand forschen und von Hand produzieren, leider, weil ich sonst keine Möglichkeit habe, das dahin zu bringen, wie ich es hinbringen will. Ich habe jetzt keine Lust, da erst eine andere Möglichkeit zu machen und dann wieder ummodeln. Nee, das machen wir nicht. Wenn, dann machen wir es gleich so, wie ich will. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen von Hand forschen, bevor ich dann das so machen kann, wie ich das will. So, ihr könnt mir jetzt mal die Hälfte hier geben. Du gibst mir auch die Hälfte. Hallo. So. Okay, wir hatten ja eh noch welche davon, ja, von diesen Wissenschaftspaketen, genau. Wir werden jetzt mal, was hatte ich gerade im Kopf? Also ich brauche auf jeden Fall das Wissenschaftspaket, ne? Dafür brauche ich Kupferplatte und Eisenzahnrad. Gut, kriegen wir hin. Eisenzahnrad machen wir einfach gleich nochmal. Ansonsten wollte ich bestimmt auch, na gut, habe ich im Moment genug. Fließbänder gehen, das ist okay. Von den Greifarmen hätte ich auch genug. Wissenschaftspaket 2, ja, auch da müssen wir uns gleich mal was überlegen. Greifarm und Fließband. Was brauche ich fürs Fließband? Fürs Fließband brauche ich Eisenplatte und Eisenzahnrad. Gut, das kommt sowieso schon an. Für die, schon allein für das Wissenschaftspaket 1. Genau, weil Zahnrad wird hergestellt und Eisenplatte kommt ja automatisch an. Also brauchen wir oben dann ein Teilerband. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was habe ich denn überhaupt alles noch nicht? Das ermöglicht intelligenten Greifarm. Logistik, das ist es, genau. Da kommt nämlich das Teilerfließband und das Unterirdische, was ich brauche. Also Logistik muss ich relativ schnell forschen, wenn ich hier fertig bin mit dem Militär, was ich gerade ja forsche. Ja, und vielleicht die Verteidigungstechnik. Erst praktisch die, die nur 10 kosten und dann machen wir die, die 20 kosten. Dazu gehört nämlich dann auch Stahlverarbeitung. Genau, dann kann ich Stahl schmelzen. Und die Logistik eben. Ja, und dann geht es weiter hier. Elektrotechnik brauchen wir. Gut, passt. Intelligenten Greifarm, ja gut, den brauche ich nicht. Ich werde mir irgendwie so da was rumbaldobern. Das wird wahrscheinlich das volle Chaos, aber schauen wir mal, wie das so wird. Was wir jetzt zuerst machen müssen, ist mal diese Blödsinn da bauen. Kupferplatte hätte ich genug, aber wir können uns auch noch ein paar holen. Ich meine, die sind bestimmt voll hier. Ja, klar sind die voll. So. Und hier auch, ne, hier auch. Dann gib mal her. So, da haben wir schön ein bisschen Reserve. Da habe ich ja immer so die Macke, dass ich da mehr mache, als überhaupt jemals nötig ist. So, weiter geht's hier. So, dann haben wir das Wissenschaftspaket. Ich werde auch nicht mehr als zwei oder drei Labore letzten Endes bauen. Brauche ich nicht. So, das brauche ich jetzt erstmal hier hin irgendwo. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns Strom holen. Ja, also dann habe ich eben so geplant, hier. In dem Bereich, wo die ganzen Ressourcen sind, wird eben abgebaut. Da wird jetzt nichts für Produktion hergestellt. Da kommt nur die Ressourcengewinnung. Und dann transportiere ich es mit Fließbändern hier in den oberen Bereich, wo ich eben hier schon angefangen habe. Der zum Beispiel, diese Montagemaschine stellt her Draht, Kabel, Stromkabel. So heißt es doch, oder? Ja, Kupferkabel, egal. Gut. Und das Kupferkabel brauche ich ja dann, um entweder elektronischer Schaltkreis zu machen, oder? Was war denn noch? Warum habe ich denn ein scheiß Kupferkabel überhaupt hergestellt? Da bin ich blöd im Kopf. Ah, naja, gut, egal. Habe ich jetzt erstmal gemacht, was soll's. Ist ein bisschen sinnlos. So, was hatte ich noch vor? Ja, natürlich. Ich habe hier ein bisschen Strom zu verlegen. Na, reicht ganz knapp nicht. Was ist denn das für ein Mist, ey? So ein Blödsinn. Wegen einem Zentimeter oder was? Ihr wollt mich doch echt verarschen. So, jetzt geht's auf jeden Fall. Wenn denn das Zeug hier drin wäre. So, jetzt forsch bitte mal weiter, damit wir da noch fertig werden. Genau, ja, dann habe ich das alles ein bisschen umgemodelt hier. Aber hier ist noch keine Kohleproduktion da. Das können wir auch noch ändern. Ich habe ja ein paar Fließbänder. Ist fertig, jawohl. Dann machen wir doch gleich die Verteidigungstechnik. Forsche er das. Komme ich da ran oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ich muss noch einmal runter.
So. Und dann können wir nämlich jetzt mit diesen Greifarmen auch die Kohle... die Kohle da rein transportieren. Strom ist da. Gut, wenn da jemals Kohle leer wird, wird Kohle automatisch rein transportiert. Genauso wie hier drüben in die. Ja, und da wird eben auch das rein transportiert und die fertigen Platten raus. Und dafür brauche ich jetzt einen unterirdischen, dass ich hier drunter durchkomme. Beziehungsweise dann nochmal drunter durch, um wieder auf der anderen Seite zu landen hier. Ja, dann wahrscheinlich sogar nochmal unten drunter. Das ist ein bisschen nervig, aber egal. Okay, irgendwas mit 20. Ja, dann machen wir doch die Logistik gleich. Genau, das brauchen wir nämlich, damit wir weitermachen können. Wieso geht das gerade so schnell? Naja, weil das die einfachen Sachen sind, ne? Klar. Es geht halt flott. Ja. Gut. Genau, wenn wir nämlich die Logistik haben, dann können wir das erstmal ein Teilerfließband bauen, was vielleicht auch ganz sinnvoll ist. Ja, aber gut, warum ich jetzt hier die zum Beispiel den Blödsinn das Kupfererz mit drauf habe, weiß ich ja nicht. Ja, das wird halt nicht abgegriffen. Das ist eigentlich Käse. Aber da bräuchte ich einen intelligenten Greifarm, der den ganzen Scheiß rausfiltert vielleicht. Naja, habe ich jetzt nicht, ist wurscht. Lass mal einfach das Chaos weitermachen. Oh, hier ist ganz schön Kohle rausgegangen. Ach ja, natürlich, weil ich ja hier bis hier hinten weitergebaut habe. Überhaupt, das müssen wir mal wegmachen. So, hier drüben. Oh, wird sogar immer noch gebrannt, okay. Ja, ich habe auch mittlerweile genug Ziegelsteine. Also ich werde mir dann jetzt mal anfangen, eine Mauer zu bauen. Auch wenn niemand die Absicht hat, eine Mauer zu errichten, ja. Bei mir schon. Ja, genau. Und dann läuft da die Kohleproduktion. Na, also so ist es. Mir gefällt es so besser, dass wir da mal sinnvoll was machen und auch den Platz einfach nutzen. Später können wir da viel mehr Öfen vielleicht sogar noch ranmachen. Naja, da natürlich nicht mehr, das habe ich irgendwie scheiße gemacht. Aber vielleicht, Moment. Ja, okay, da wäre mir jetzt lieber noch ein bisschen vorher Greifarme zu machen. Das sollten wir aber fast hinkriegen. Ja, ein paar Zahnräder können wir vorher noch bauen. So. Und dann machen wir mal ein paar Greifarme. Auch eigentlich Quatsch. Ich brauche gar nicht so viel Reserve, aber ja, so bin ich halt. Total sinnlos. So, gut. Und dann könnte man ja... Ich drücke immer E. So, die mit Kohle versorgen. Ja, wenn sie natürlich Strom hätten, die guten Kameraden. Haben sie natürlich nicht. Jetzt kriege ich ja auch den Mast nicht richtig hin. Es ist doch zum Kotzen. Wenn ich hier den Mast hinmache, stört er nachher wahrscheinlich beim... Ach Mensch! Das ist doch scheiße. Aber gut, es wird nicht anders gehen. Ne? Mach die Kohle rein? Ja, machst du. Super. Genau so war das gedacht. Dann machst du hier nämlich dasselbe. Okay, so, jetzt werden auch die mit Kohle befüllt, aber die machen nur vier oder fünf Stück rein, dann machen sie erstmal Schluss, bis was verbraucht wird. Gut, Logistik ist demnächst fertig. Ja, so funktioniert das dann doch ein bisschen effektiver. Aber einfach alles nochmal weggerissen, das hat ja keinen Sinn. Oh, ich habe auch kaum noch von den Dingern übrig, von den Wissenschaftspaketen, da können wir uns gleich über ein paar machen. Kupferplatte und Eisenzahnrad, ja gut, ein paar kriegen wir hin. An Zahnrädern scheitert es halt. Was heißt scheitern? Aber ich will ja nicht alles verbrauchen halt, ne? Weil bisschen dämlich im Kopf. Naja, gib mir mal die Hälfte. Hallo? Und hiervon kannst du mir mal die Hälfte geben. Da geht trotzdem genug weiter nachher. So, Logistik ist bald fertig. Wir machen nochmal weitere Eisenzahnräder. So wird es langsam dann ganz nett. So. Und danach können wir mit Kupferplatte und Eisenzahnrad auch den Blödsinn hier machen. Wie viele Eisenzahnräder kommen? 39. Na, dann machst du einfach nochmal ein paar Wissenschaftspakete hier. Bis wir das eben... Ja gut, wir haben es jetzt eh gleich automatisiert, ne? Also ist nun mal so. Gleich ist es automatisiert. So, was hier gebaut werden muss, ja, dafür brauche ich ja erstmal die Logistik. Ha, ich komme ja noch nicht weiter.
Verdammte Axt. Hä? Ach so. Ja, was ich noch machen könnte natürlich, wäre mal die Mauer. Und außerdem sehe ich gerade, habe ich auch Fließbänder einiges verbraucht. Auch wieder Quatsch, ne? Aber ja. Wir machen einfach mal ein paar hinterher. So. Dann schauen wir weiter. So. Ja, hier habe ich mir auch meine Kiste angelegt. Da fehlt jetzt praktisch noch der Eisenstab, wo ich einfach alles mal drin habe. Und was fehlt noch? Ja, der elektronische Schaltkreis, okay. Und eben dieses rote Zeug hier. So. Dann machen wir die Stahlverarbeitung. So, jetzt haben wir das Richtige, nämlich das wichtigste unterirdische Fließband. Dafür brauchen wir aber erstmal Fließbänder. Na gut, was soll's. So, rein damit. Gucken, wie weit wir kommen, aber die Stahlverarbeitung mit dem, was ich da habe, fertig kriegen. Kupferplatte und Eisenzahnrad, genau. Also im Prinzip hätte ich die Kupferplatte gebraucht. Ja gut, ich habe da wahrscheinlich schon weiter gedacht für das nächste, für das Paket 2, weil da brauche ich Greifarm und der Greifarm, der braucht natürlich elektronische Schaltkreise und elektronische Schaltkreise brauchen natürlich Kupferkabel. Ja, haben wir es dann jetzt? Okay. Ja, mittlerweile haben wir ja auch ein bisschen Stromverbrauch. Im Moment natürlich drastisch runtergefahren, weil die ganzen Sachen ja kaum was arbeiten müssen. Aber es ist Verbrauch da. Ich sollte vielleicht dann auch demnächst mal eine nächste Dampfmaschine da anschließen. Allerdings muss ich ein wenig aufpassen. Also ich werde nicht mehr als 3 oder 4 in Reihe schalten, weil ich habe es beim guten Dr. Prof gesehen. Oder Dr. Proof. Wenn man da, ich glaube, der hatte mehr als 10 oder was in Reihe geschalten und das ging nicht gut. Das hat massive Probleme gemacht. Das wollen wir nicht. Also ich will es nicht. Gut, dann machen wir jetzt unterirdisches Fließband. Das gibt 2 Mal. Okay, machen wir gleich ein paar mehr davon. Können wir noch? Ja, können wir noch. Zack. So. Okay. So. Und schon geht's bis da hier raus. So, und dann können die Öfen auch weiter produzieren, genau. Und dann brauchen wir wieder mehr Fließbänder. Dann geht's nämlich weiter. Was heißt brauchen? Wir haben ja eigentlich noch genug, aber ich mache halt einfach nochmal ein paar hinterher. So. Punkt 2 wäre vielleicht noch einmal das interessant. Eisenzahnrad hätten wir noch. Ja, können wir auch nochmal machen. Einfach zack. Mach weiter. Zahnräder brauche ich für so viel Zeug. So, dann machst du noch eins davon, wenn wir eine gerade Zahl haben und die unterbringen können. So, oh, hier geht auch gerade wieder was, hier wird auch gerade weitergemacht. Warum eigentlich? Wurde was verbraucht irgendwie? Seltsam. Auf jeden Fall haben wir genug Reserve. Ah, die Öfen sind auch fertig, zack. Habe ich im Moment Stein? Nee, im Moment habe ich keinen. Warum eigentlich nicht? Gleich mal gucken, ob da unten noch was fertig ist, was oder wieder voll ist. 500er Stack? Ne, noch nicht. Aber fast. Ja, wenn das leer ist, werde ich die wegreißen, die 2 befeuerten, weil ich habe jetzt hier auch 2 elektrische hingestellt. Im Moment 2, das werden bestimmt noch mehr werden. So. Klappt das so? Ja, müsste eigentlich. Hoffe ich. So, dann brauchen wir die Greifarme. Genau, passt. So, und schon können die nächsten Öfen nicht befeuern. Scheiße. Ja. Okay, dann so. Das Club funktioniert dann, oder? Ja. Ja, ist ein bisschen im Moment noch ein Chaos. Das können wir vielleicht nochmal optimieren. Aber dann dazu brauche ich es dann nicht mehr ganz abreißen. So ist auf jeden Fall schon mal besser, als es vorher war. Hier mal ein bisschen Fließband fahren. Nee, machen wir nicht. Ja, die Stahlverarbeitung ist bald fertig. So, dann bringen wir das auch. Die konnte nicht weitermachen. Also, das heißt, ich muss jetzt doch langsam mal zusehen, dass ich das Fließband hier dahin bringe, wo es hin muss. Nee,
machen wir erstmal geradeaus weiter. Ja, ja. So, 30, die Elektrotechnik würde 30 kosten. Ich glaube, das ist auch das billigste im Moment. Ich gehe einfach ein bisschen nach dem Preis. Und natürlich im Moment erstmal nur die roten Sachen, weil die anderen habe ich noch gar nicht. Das machen wir noch nicht. 30 oder Verteidigungstechnik, die nächsten. Ja, ist sowieso im Endeffekt egal. Machen wir halt mal die Elektrotechnik. Los geht's. So. So. Ja, und dann müssen wir irgendwie hier drüber noch. Aber das können wir ja auch von oben machen, ist ja wurscht. So, den Rest heben wir erstmal auf, machen erstmal Nachproduktion. Naja gut, dann können die erstmal kräftig rausballern hier. 4 Brennöfen. Nicht schlecht. Da geht schon was. Mittlerweile funktioniert es ein bisschen. Ja, und ich habe hier auch bestimmt Stacks voller Stein. Voller Stein. Stacks voller Stein. Oh Mann. Auf. Hallo. Boy, was geht denn? Manchmal will es mich ein bisschen ärgern, ja? Was ist denn los? Wieso hängt es denn so? Mein Gott. Hallo. Die Platte ist noch nicht voll, das weiß ich definitiv. Das sind ja erst 10 Minuten oder was. Ein bisschen länger, was ich hier aufnehme. Was soll denn der Scheiß? Wahrscheinlich will Steam gerade schon wieder irgendwas runterladen oder irgendwo läuft gerade wieder was im Hintergrund. Oh, also, es könnte dann jetzt auch mal wieder laufen, ne? Das ist ja furchtbar. Hallo? Kannst du dich mal berappeln jetzt? Das ist ja nicht zum Aushalten. So, danke. Jetzt sind wir doch wieder bei 40, 50 Frames. Können wir das mal lassen jetzt vielleicht? Meine Fresse. So, jetzt machst du noch hier nochmal ein paar Zahnräder. Beziehungsweise, es geht mir ja gar nicht um die Zahnräder. Es geht mir danach um den... um die Fließbänder, damit ich weitermachen kann. Damit ich dann da hochkomme und die nächste Fabrik beliefern kann. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Jedes Mal drücke ich falsch. Ja gut, gehen wir noch eins weiter geradeaus. So, und jetzt gehen wir nach links. So. Ja, das können wir da eigentlich schon wegmachen. Da machen wir dann ein unterirdisches hin. So. Blödsinn. Muss natürlich hier schon abbiegen. So, jetzt auch schon wieder abbiegen. So, für die Eisen, für irgendwas brauche ich bestimmt nochmal Eisenplatten. Das heißt, wir werden die dann auch weiter nach oben legen. Mal gucken, wie wir die dann weiterlegen. Okay. So, diese Maschine soll herstellen, Zahnräder. Okay. Jetzt wäre es natürlich gut. Naja, Moment, wir tricksen mal. Wir bauen erst die Dinger hin. So, und zwar. Ja, wir brauchen ja eigentlich nur einen. Du brauchst nur Eisenplatten. Mehr brauchst du ja gar nicht. Okay, wunderbar. Ja, dann hat sich das ja schon erledigt. Dann guck mal, ob man dich... erwische ich irgendwie so? Ne, erwische ich nicht. Verdammt. Weil ich muss ja hinten die Eisenzahnräder auch wieder weiterbringen, ne? Ja, gut. So. Ist jetzt nicht schön, aber egal. So, und dann konfigurieren wir dich auf Zahnräder. Los geht's. So. Ha, klappt doch. Erstmal bis hier. Dann brauchen wir natürlich einen Greifarm, der den ganzen Scheiß da rausbaldobert. So, los geht's. Und dann haben wir die Eisenzahnradproduktion wieder.
Aber eben jetzt alles hier oben irgendwie so ein bisschen, das gefällt mir besser. Außerdem ist hier einfach, hier sind keine Ressourcen, hier ist Platz ohne Ende, um dann Produktion aufzumachen. Ja, die Elektrotechnik geht natürlich gerade nicht weiter, weil es fehlt einfach. Jetzt brauche ich auf jeden Fall nochmal so eine Fabrik. Dafür brauche ich, glaube ich, Eisenzahnräder sowieso. So. Ja, eine wird sowieso überhaupt nicht reichen. Ich brauche ja sowieso auch noch eine, die Schienen herstellt, Fließbänder. Dafür reicht ja noch eine normale und dann, ja, passt schon. Okay, dafür brauche ich jetzt elektronische Schaltkreis, Eisenzahnrad, Eisenplatte. Wir bauen mal zwei Stück davon gleich nochmal. So, und jetzt brauche ich für dieses Teil Kupferplatte und Eisenzahnrad. Gut, die Kupferplatte ist eh da oben. Eisenzahnrad bringen wir jetzt rauf. So, die nächsten... kriegen wir das vielleicht... Das ist doch scheiße. Irgendwie habe ich da Mist gebaut, aber gut, okay. Kriegen wir schon hin irgendwie. Und zwar will ich ja die Sachen, die fertig sind, hier rauskriegen natürlich. Okay, dazu bräuchte ich dann wieder ein... Ja, und habe wieder keinen Strom, ist natürlich klar. So. Ja, und dann können da die Kupferkabel raus. Ja, yeah, so aber nicht, fällt mir gerade auf. Weil dann mache ich mir ja meinen Weg zu, so. Okay. Ja, was ich mir da so vorstelle, ist... noch gar nicht so einfach. Gucken wir mal. Irgendwie schaffe ich es schon. Oh, leer. Auch leer. Ja, das sind die ersten, die haben hier noch voll gemacht. Die anderen zweiten kriegen nichts mehr unter. Na dann, macht mal weiter. Coole Sache, Mann. Ja, bei denen kommt gerade nichts an. Mhm. Ja. Weil alles von dem ersten wird von den zwei gefressen. Jetzt kommt demnächst wieder mehr an, dann können sie durcharbeiten. Coole Sache. Gefällt mir. Und hier ist auch alles knackevoll. Läuft. Dampfmaschine. Was brauche ich denn für die Dampfmaschine? Das ist eine Dampfmaschine. Ich brauche Rohre. Ja, das muss ich mir alles noch wiederholen, ey, dass ich das wieder mehrmals habe. Aber das, ja, das mache ich dann bei Gelegenheit. Offscreen oder so, bevor ich die nächsten Aufnahmen starte, während ich mir irgendwie einen Vorrat anlege. Weil das muss jetzt nicht unbedingt onscreen sein, das ist ja doch nervig, das ist ja nur so ein Tick von mir. So. Fließbänder brauche ich auf jeden Fall wieder. Und wahrscheinlich wäre es gut, unterirdische Fließbänder nochmal zu bauen. Ach ja, deswegen brauche ich aber überhaupt die Fließbänder, fällt mir gerade auf. Weil für die unterirdischen Fließbänder brauche ich ja 5 oder 10 normale Fließbänder. Da war was. Gut. So, jetzt haben wir Rohre. Habe ich jetzt welche hergestellt, oder? Wo habe ich denn die jetzt hin? Ach, ich hatte schon. Naja, ist ja egal. Was brauche ich noch für die Dampfmaschinen? Eisenzahnrad, Eisenplatte. Ja, Zahnräder gefallen mir nicht mehr, also warten wir damit. Eisenplatte hätte ich, aber jetzt warten wir erstmal, bis wir wieder genug haben. Das heißt, in der Zeit gehen wir jetzt erstmal her. Und schnappen uns mal hier unterirdisches Fließband. Dafür braucht 10 Eisenplatten. Ja, okay. Aber 5-mal Fließband. Stimmt schon. So. Fließrichtung ist schon so. Ja, passt. Okay, alles gut. Nee, R will ich. Danke. Hier auch gleich, so. Und dann haben wir hier Kabel, hier die Eisenzahnräder. Okay, und dann bräuchten wir die hier weiterhin, so. Da machen wir am besten dann nochmal ein unterirdisches, weil das bringen wir jetzt vielleicht mal nach drüben. Wobei das auch wurscht ist.
Ich muss dieses Chaotentum dann so ein bisschen lösen. Ja. Okay. Mal gucken. Wir brauchen für das Kupferplatte und Eisenzahnrad. Genau, passt. Eisenzahnrad, Kupferplatte. Alles gut. So, das heißt, ich brauche eine Montagefabrik hier. Blöd. Ja, das werden wir gleich mal ändern. So. So. So irgendwie, vielleicht kommen wir hin. Ich hoffe. Ach so, der nimmt ja nicht von der... Oder nimmt der von der Seite? Der nimmt ja normalerweise von der anderen Seite, von der die ihm zugewandt ist. Die Eisenzahnräder, brauche ich die noch für was anderes? Ja, natürlich. Die brauche ich für die nächsten Produktionen ja auch. Wir brauchen ein Teilerfließband. Elektronischer Schaltkreis hätten wir, Eisenplatte und Fließband haben wir eigentlich auch, mir gefällt es aber nicht. Ich gehe erstmal los und hole mir nochmal Eisenplatten. Wieso arbeitet ihr nicht? Ach, weil nichts mehr bei euch ankommt. Ja, weil wieder alles verbraucht würde. Ja, ja, klar, natürlich. Weil jetzt die Produktion angefangen hat. Deswegen wurde alles verbraucht. Naja, gut, okay. Verstehe ich gerade noch. So, Teilerfließband. Machen wir sowas hier. Wo ist es? Da. Machen das hier hin. So. Und das andere kann nach oben weg. So. Ja, ob das jetzt effizient ist. Ich glaube, darüber kann man sich streiten. Aber zumindest gefällt es mir einfach besser als das erste, was ich hatte. So, und hier stellen wir jetzt her, bitte, rote Fläschchen. Los geht's. Cool, funktioniert. So, das kann man ja unterirdisch irgendwie wegziehen, das ist egal. So, rote Fläschchen stellst du da jetzt her. Gut, dann brauchen wir einen Ausgang da draus. Und auch hier werden wir wohl irgendwie auch unterirdisch weiterarbeiten müssen. Mal gucken. Das wird so nix. Ist das weit genug weg? Wahrscheinlich nicht. Wir werden uns das gleich mal angucken, glaube ich. So muss ich rankommen. Genau. Ja, aber das ist schon wieder scheiße, weil... Okay. So, Fließband. Ah ja, doch. Klappt. Geht schon. Okay, so. Und dann brauchen wir einen Greifarm, der den ganzen Scheiß aufs Fließband bringt. Ich habe schon wieder keinen Strom hier oben. Also die Stromleitungen könnte ich bestimmt später noch besser legen. Naja, mal gucken. So, und schon werden wieder die roten Fläschchen produziert. Auch da passiert dann langsam was. Ja, hier passiert überhaupt nichts. Sie sind immer noch am Hinterherkommen überhaupt. Ja, weil ja doch jetzt ganz schön was weggegangen ist. Und es wird jetzt auch weiterhin erstmal so bleiben, bis gescheit aufgefüllt ist. So lange warte ich jetzt auch noch hier. Ja, also wir haben das jetzt fast wieder. Oder ich habe das jetzt fast wieder. Mir etwas zusagender. Auch wenn es trotzdem noch relativ chaotisch ist. Jetzt warten wir mal, bis hier richtig schön voll ist. Damit die mal mit der Produktion hinterherkommen. Und dann gucken wir auch mal, dass wir wahrscheinlich, ja, wir werden irgendwie mal schauen müssen, dass wir die zweite Ding hier auch richtig anschließen oder so. Dass wir die andersrum hinstellen. Je nachdem müssen wir mal gucken.
dass die gescheit beliefern, beide. Dass da kein Engpass entsteht, überhaupt. Wieso soll überhaupt ein Engpass entstehen hier? Wieso machst du die Eisenplatte rein? Bist du behindert? So ein bisschen? Ja, mehr wie ein bisschen, glaube ich. Und du hast auch nichts zu tun. Auch das können wir ändern. Leg los. So. Ja, ich habe doch meine Reserve. Warum habe ich nicht dran gedacht, Mensch? Depp. Na gut. Und dann klappt das nämlich auch mit dem Nachbarn. Bis hierhin wurde sogar Eisen teilweise nicht abgenommen. Zwischendurch mal. Ja, das wird auch jetzt wieder durchlaufen. Noch nicht, aber warte mal ein paar Minuten, dann läuft auch Eisen wieder durch. Im Moment wird halt alles verbraucht. Wie sieht denn überhaupt mein Stromverbrauch aus? Oha, hart an der Grenze. Ja, genau, ich wollte ja eine zweite Dampfmaschine haben. Da war ja was. Was braucht ein Dampfmaschine? Eisenzahnrad hätte ich, Eisenplatte habe ich, Rohr habe ich, los geht's, baue er eine Dampfmaschine. So. Los geht's. Und auch die kriegt nämlich voll Wasser und jawohl, passt. Jetzt ist auch meine Produktion, ja, maximale Leistung liegt nicht bei 510 Kilowatt. Das ist eine, die bei 510 Kilowatt liegt. Also ich könnte jetzt 1000 Kilowatt verbrauchen. Gut, haben wir das sicher. Hier läuft's. Ja, da werden schön die Dinger wieder produziert. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das alles gut läuft, wenn das funktioniert. Und wir dann schon fast anfangen, ja, was heißt fast, sogar ziemlich sicher anfangen, die Produktion zu starten für die grünen Fläschchen. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Tipps fürs Besserbauen. Weil manchmal ist es doch ein bisschen chaotisch. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut.